Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um natürlich Band 11 der Kommissar Lupin-Reihe und zwar Bretonische Nächte. Das Ganze ist ein sehr persönlicher Fall für unseren Kommissar, denn es geht um die Familie von seinem Inspektor Kardec. Und das Ganze spielt an der nördlichen Küste der Bretagne, also der Côte des Legendes, wenn ich das richtig ausspreche. Und dort vor allem am Fluss Aberwrack und der zugehörigen Abtei, die nämlich Kardecs Tante gehört, die aber schon relativ am Anfang die Vorzeichen des Todes sieht. Das heißt, in der Bretagne gibt es so eine Art, ja, Volksglauben, wie auch immer. Es gibt ganz viele Legenden, Mythen und so weiter. Und dort ist halt immer so, wenn du das und das und das siehst, dann ist der Tod nahe. Diese Vorzeichen sieht eben die Tante und berichtet das auch weit und breit und allen und alle sagen, oh, schade. Also alle halten dieses Mythische für Fakt und dann stirbt sie eben. Soweit klingt das ja erstmal nach einem normalen Tod, die war irgendwie 89 oder so. Aber als Kardec dann auf das Anwesen geht, wird er niedergeschlagen. Und ja, da muss ja wohl irgendjemand was zu verbergen haben. Und dann fängt natürlich die Maschinerie von Lupin und seinem Team an zu ermitteln. Wir haben wieder mit dabei Nolwenn, die sich mal wieder eine mobile Einsatzzentrale irgendwo aufbaut. In diesem Fall im Krankenhaus, wo Kardec liegt. Nach seinem, ja, irgendwie Gehirnerschütterung und so, der hat halt irgendwas auf den Kopf bekommen. Und dann wird da fröhlich ermittelt und im Verlaufe gibt es noch zwei weitere Morde bzw. versuchte Morde. Und es kristallisiert sich so langsam heraus, ja, dass es ein bisschen mehr dahinter steckt. Ich will jetzt ja immer gar nicht zu viel verraten, weil ich bin ja immer Fan, gute Bücher solltet ihr selber lesen. Und deswegen an dieser Stelle nicht weiter, sondern eher in Richtung, ja, wer könnte es denn sein? Wer ist denn der, der davon am meisten profitiert? Und das Erbe wird irgendwie zu allen Teilen gleich aufgeteilt. Das kann also nicht sein, also ermitteln die so ein bisschen weiter. Und ich möchte jetzt gar nicht viel mehr verraten, außer dass es auf Metaebene wieder wie in auch einigen anderen Teilen vorher von Lupin, also von Jean-Luc Banalet, darum ging, Tourismus auf der einen Seite und Naturschutz auf der anderen. Also, ja, ich sag jetzt mal, die wundervollen Landschaften da, wie sie auch wieder hier sehr schön beschrieben werden, versus ja, wie man sie kommerzialisiert oder eben besser nicht kommerzialisiert. Lernen auch wieder schöne Charaktere kennen, viele, die wir schon kennen, aber auch das Team vor Ort aus der größeren Stadt dort, Lanilly, wenn ich das richtig ausspreche, Kommandante Karl Mann und ja, noch ein, zwei Polizisten. Wir lernen auch wieder ein ja, besonderes Restaurant kennen, in dem Dupin quasi dann seine Einsatzbesprechungen abhält und gewisse Dinge genießt. Und es ist wieder so, es wird wieder so schön beschrieben, diese Strände, teilweise irgendwie weißer Sand und türkisblaues Meer mit ein paar Inselchen davor. Dann geht es Richtung Landesinneren irgendwie steil hoch mit Bergen und Wäldern, die bretonischen Urwälder. Und ja, es ist wieder alles so schön, dass man unbedingt dort urlauben will, wenn man dieses Buch gelesen hat. Also auch das perfekte Buch für den Sommer, auch wenn ihr woanders in Urlaub fahrt. Einfach ein, ja, einfach ein Wohlfühlbuch. Und Dupin als eigenwilliger, kauziger, kaffeesüchtiger Kommissar ist natürlich auch immer ein Ausflug wert in seine Welt, muss man ganz klar so sagen. Im Endeffekt fand ich das einen sehr guten Krimi mit viel, ja, Lokal- und Reiseführer-Flair. Allerdings war mir der Anfang etwas zu langsam, also irgendwie die ersten 25 Seiten. Klar ist auch schon Band 11 und man kennt die Charaktere und muss jetzt nicht mit einem Knall anfangen, aber irgendwie ist da nicht so viel passiert für mich. Deswegen muss ich sagen, war es für mich nicht das beste Buch der Reihe, aber ein sehr, sehr gutes. 4,5 Sterne. Wenn die anderen Bücher nicht so gut wären, wären es vielleicht sogar 5 gewesen. Und in diesem Sinne auf jeden Fall eine Leseempfehlung, Kommissar Lupin. Falls ihr ihn noch nicht kennt, fangt doch vielleicht bei Band 1 an. Oder kommt einfach direkt Band 11. Und in diesem Sinne hat es mir sehr gefallen. Und ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.